Hallo und herzlich willkommen im KRONE TV-Studio mit einem wirklich besonderen Gast diesmal, wahrscheinlich mit dem erfolgreichsten und bekanntesten Sportfunktionär, den Österreich je gehabt hat, Peter Schröcknödel. Peter, vielen lieben Dank, wir haben vorher gesprochen, nächsten Freitag ist es vorbei. Ja. 31 Jahre ÖSV-Präsident, unglaublich, oder? Ja, aber irgendwann ist Schluss. Ich meine, was ich nie wollte, ist, dass ich, und in der letzten Zeit vermehrt, dass ich 80 bin und noch Präsident. Wieso nicht? Geht der alte Trottel, der gehört schon lange weg. Also, nein, das war für mich ein Benchmark, wo ich gesagt habe, das will ich nicht. Oder? Das war eigentlich für mich nie ein Thema, dass ich länger bleibe. Dass ich so lange bleibe, war auch nie beabsichtigt, aber es ist halt dann passiert. Wir haben gerade vorher gesprochen, ich selber bin ein Kind der 80er Jahre. Für mich gibt es Skifahren ohne Peter Schröcknödel gar nicht. Und ich bin mir nicht sicher, können die dann überhaupt noch Skifahren, wenn du nicht mehr dabei bist? Sind sie dann noch so gut? Ich glaube, die können schon noch. Aber natürlich der Kontakt zu den Athleten war mir sehr, sehr wichtig immer. Und den habe ich auch immer gehalten. Und das ist auch, glaube ich, ein wesentlicher Teil, dass jeder einen Zugang haben muss zum Chef auf gleicher Ebene. Und nicht einer oben, einer unten. Und wie ich angefangen habe, damals in den 90er Jahren, habe ich gesagt, dem geben wir ein halbes Jahr, dann ist eh weg. Das ist etwas länger geworden. Du, und wie ist es dazu eigentlich gekommen? Das kann ich mich natürlich nicht mehr erinnern. Ich weiß, du hast die Ferratel schon davor gehabt. Ich habe alle Firmen davor gehabt, klar. Genau, und aber ist es über die Ferratel, bist du da zum Skisport gekommen? Das wäre naheliegend. Nein. Ich habe immer in den 60er, das ist so lange her, ne? Ja. In den 60er Jahren mich immer schon über Mitbegründer vom Kuratorium für alpine Sicherheit. Ja. Und da haben wir erstmal dann angefangen, Skiunfälle zu analysieren, zu zählen, die Ursachen für die Skiunfälle zu finden. Und dann habe ich dann in den Beginn, also damals in der Zeit, habe ich dann die Skipistenmarkierungen eingeführt. Das war rot, blau, schwarz. Blau ist also leichte Abfahrt, rot ist... Das ist auch von dir? Ja, ist von mir, ja. Unglaublich. Ja, klar. Ich habe es nicht erfunden, aber ich habe es eingeführt. Ich habe einen Schweizer Werbeprofessor von Lausanne mal getroffen bei einer Vorführung für Lawinensuchgeräte. Und der hat dann gesagt, ob ich das nicht machen möchte, oder? Und dann habe ich das also übernommen, weil ich das für eine gute Idee gefunden habe. Und das war dann in Mitte der 60er Jahre. Also ich war lange bevor ich in den Skiverband gekommen bin, habe ich viele Dinge schon gemacht. Und im Skiverband, wie ich dann war, hat sich noch einiges, würde ich sagen, weitererhalten. Aber über die Schiene bin ich in den Skiverband geholt worden, weil ich für Skiunfälle zuständig war in Österreich. Daher haben sie dich gekannt quasi. Und auch also über die. Der Grund, warum ich dann entschieden, das ist ein ganz lustiger. Ich habe also mit Lawinensuchgeräten zu tun gehabt, elektronischen. Und da war ich dann auf großen Lawinen, wo Auto verschüttet waren und so weiter. Und der Skiverband hat am Dachstein ein Dieselaggregat verloren. Jetzt kommt man so, wie kann man das verlieren? Und damals, im Gegensatz zu heute, hat es geschneit. Und dann hat man gesagt, ja, das Aggregat ist weg, 7 Meter im Schnee, aber das kommt nächstes Jahr wieder raus. Weil die Gletscher eh drucken, aber es ist nicht rausgekommen, da waren 7 Meter Schnee drauf. Okay. Und ich habe dann das Aggregat gesucht, weil das 2 Millionen Schilling wert gehabt hat und der ÖSV hätte das müssen dann ersetzen. Und so bin ich eigentlich überhaupt in Kontakt mit dem Skiverband gekommen, weil ihnen die 2 Millionen, der Dr. Leistner hat mich dann geholt, damals das Aggregat zu suchen. Und so bin ich eigentlich in den Skiverband gekommen. Und dann haben sie dich nicht zahlen können und haben sie gesagt, da wirst du Präsident stattdessen. Nein. Im Breitensport, den wollten sie dann, dass ich den mache. Ja. Aber es darf nichts kosten. Ich habe gesagt, ja, mache ich, aber mit der Skiunfallanalyse, die habe ich ja dann auch 90 im Skiverband eingeführt für die ganzen Rennen. Aber ich bin über diese Schiene, über die Sicherheitsschiene, bin ich dann in den Skiverband gekommen. Und da bin ich 1990 dann auch Professor geworden, aber aus dem Grund, weil ich sehr viel Analysen gemacht habe für Skiunfälle. Ich habe das gekriegt vom Wissenschaftsministerium. Also nicht wegen deiner Verdienste beim ÖSV? Nein. Okay. Von der Wissenschaft, also in Österreich vom Wissenschaftsministerium, damals Hertha Firnberg, glaube ich, war das. Und dann war ein Freund von mir, der Professor Rabowski, war Leiter der Arbeiterkammer Rechtsabteilung. Und war auch einer, der das Kurator mitbegründet hat. Und der hat mich dann eingegeben für den Professor. Peter, wenn du dir den Skiverband, wie du gekommen bist, 1991 anschaust und wie er heute dasteht, 2021 oder 1990 war es, Entschuldigung. 90.
Ja, und 2021, wie viel hat sich da geändert? Ja, schon ein bisschen viel. Schon, gell? Ja, ja. Damals war es halt so, das wollte ja niemand Präsident werden damals eigentlich. Weil wir waren überschuldet und wir haben teilweise ins gleiche Hotel nicht mehr fahren können, in dem wir das Jahr davor trainiert haben. Oh yeah, ja. weil wir die Schulden noch gehabt haben vom Jahr davor. Da haben wir so ein neues Hotel aussuchen. Das war, und so viele Hotels gibt es dann in manchen Weltcuporten doch wieder nicht. Nein, das war für Training etc. Nicht? Okay. Aber das ist mir dann gelungen, innerhalb von ein paar Jahren den Verband also wirtschaftlich irgendwo gerade zu stellen. Aber es hat schon dann gedauert, bis wir wirklich ein Fundament gehabt haben, bis 2000 ungefähr. Also das haben wir relativ lange gebraucht, weil wir haben keine Rechte gehabt, wir haben keine Sponsoren gehabt, wir haben gar nichts gehabt. Aber das wurde dann aufgebaut und die Basis dafür war eigentlich, weil wir keinen Sponsor gehabt haben und ich damals mit dem heutigen Wiener Skiverbandspräsidenten, mit dem Dr. Gruber, der damals Generaldirektor bei Gösser war, einen Vertrag gemacht habe für Damen-Sponsoring für Bier. Ich habe gesagt, die Damen sollen auch Bier trinken. Und dann haben wir das also beworben. Und er wollte bei Rennen dann auch Werbung machen. Und dann war die berühmte Geschichte in Kleinkirchheim. Da hat er gesagt, er will Werbung machen. Und dann haben die Kleinkirchheimer gesagt, das geht nicht, weil die Rechte haben es schon verkauft. An eine andere Agentur. Mhm. Und das waren die APF. Und dann habe ich gesagt, der Dr. Leisten, ja, du hast ja gesagt, wir haben die Rechte. Da sage ich, ja, die haben wir auch, aber ich sage, ja, da gibt es einen Vertrag. Naja, wir können ja das Rennen wegnehmen. Ja. Das haben wir dann tatsächlich gemacht. Wir haben gesagt, okay, Kleinkirchheim kein Rennen. Und dann haben sie bei uns trotzdem einen Vertrag unterschrieben, aber dann zwei unterschrieben gehabt. Mhm. Dann ist der Verband verklagt worden, das hat hier die Haftung gehabt, auf 18 Millionen Schilling. Und jetzt natürlich armer Verband, wenn was passiert, hofft ihr persönlich. Und wir haben dann, und wir sind geklagt worden, das ist bis zum Obersten gegangen. Und wir haben beim Obersten gewonnen, dass die Rechte dem Österreichischen Skiverband gehören. Und wenn es das verloren hätte, wäre das alles nie so weit gekommen. Dann wären die, alles, was praktisch heute dasteht, hätte es nicht geben können. Weil dann die Rechte die Agenturen gehabt hätten oder die Veranstalter, aber nicht der Skiverband. Unglaublich, also wahrscheinlich auch die Hermann Mayers, die Anna Veits, die Marcel Hirschers. Nein, da hätte es sehr viel nicht gegeben. Weil wir dann das Geld nicht gehabt hätten. Ja. Und so haben wir also dann die Rennveranstaltungen machen können, unsere Partner suchen, unseren Partnern auch sagen können, ich kann es bei Rennenwerbung machen und so weiter. Und so ist es dann langsam entstanden. Da merkt man auch wahrscheinlich, dass das einfach ein kleinerer Verband war. Wenn man heute in einen kleineren Breitensportverband in Österreich gehen tät, hätte man vielleicht noch ähnliche Thematik, dass die gar nicht wissen, wer hat die Rechte an welchen Dingen. Nein, es ist das, wir waren ein besserer Skiclub. Ja. Wir waren sehr klein und haben damals Schilling Minuskapital gehabt, 8 Millionen. Minuskapital. Ja. Also, damals wollte niemand Präsident, zum Unterschied zu heute. Nicht? Weil heute ist die Kasse voll, ja. Organisation ist gut, ja. Sportlich sind wir sehr erfolgreich. Aber Peter, du hast eigentlich die nächste Frage schon irgendwie gerade vorweggenommen. Jetzt haben wir einen neuen Präsidenten, den Karl Schmidhofer. Du hast auch mit ihm gemeinsam schon eine Pressekonferenz gegeben. Ich habe selber zu dir vorher gesagt, wundert mich total, dass man nicht eine Michi Walchhof oder eine Renate Götschel, die erwiesenermaßen Ahnung von der Materie haben, genommen hat, sondern ich sage jetzt einmal aus meiner Blickwinkel einen Parteifritzi. Ja? Nicht bös gemeint, aber so schaut es von außen ein bisschen aus. Also, da muss ich dann doch in Schutz nehmen, weil er hat also da in Murau, Kreisberg, den hat da, war er nicht nur Geschäftsführer, aber Miteigentümer, hat mit Skiliften zu tun, also hat also mit Skisport sehr viel zu tun gehabt. Hat damals auch diese Freestyle-WM gemacht am Kreisberg. Ja. Daher kenne ich ihn, das ist lang schon her. Aber du weißt auch Landesverbandspräsident. Ja, und Landes, also so ganz weg ist er sicher nicht. Und er versteht sich unternehmerisch was, also keine Frage. Und ich wünsche ihm alles Gute, er ist ein Kompromisskandidat, weil es hätte vielleicht zwei Lager gegeben dann. Und die werden auf längere Zeit dann noch vielleicht nicht miteinander, sondern gegeneinander gelaufen. Und wenn man das jetzt weggebracht hat, dann bin ich froh. Jetzt werden wir schauen, ich wünsche ihm alles Gute und ich würde sagen, er muss eine Chance kriegen.
Und das soll er auch kriegen. Aber es ist gar nicht, würde ich sagen, wenn man oben ist, gar nicht so leicht. Weil oft ist das Erhalten schon schwerer, als wie das Hinaufkommen. Mhm. Also. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben es eh vorher schon gut umrissen. Es ist mittlerweile so eine gute Basis da, dass jetzt nicht ein Präsident binnen ein, zwei Jahren viel zerstören könnte oder nein, Ding. Nein. Aber wahrscheinlich wird er dennoch gemessen werden an den Erfolgen der Athleten. Ja, natürlich. Aber die sind ja eine sehr erfolgreiche Mannschaft, die ist ja auch da. Also wir haben ein gutes Trainerteam, das ist auch da. Also ich glaube, wenn er ein bisschen geschickt ist, was ich denke, dass er ist, dann sollte es schon funktionieren. Peter, jetzt ganz wichtig, deine schönsten Momente und deine, also von den schlimmsten reden wir vielleicht gar nicht, weil es gab ja Todesfälle natürlich auch im Skisport, die kennen wir, glaube ich, eh alle Skifans haben das leider natürlich auch noch im Kopf. Lass mal die vielleicht beiseite. Was waren deine schönsten Momente in deiner Karriere? Da waren so viele, ich möchte gar nicht eines herausgreifen. Also, gibt es nicht so eine, wo man sagt... Nein, es waren so viele, es war Hermann Mayer, es war Stefan Eberhardt, es war... Benny Reich, es war Marcel Hirscher, also endlos. Oder bei den Damen Renate Götschl oder wenn man das ist, eine Fight. Also ich kann nicht Kronberg, es gibt so viele. Also und wenn ich da anfange, Namen aufzählen, das würde, glaube ich, zu nichts führen. Und ich denke auch am meisten, so wie sich die entwickelt hat heute, moderiert sie also großartig. Also, Anita Wachter haben wir auch Anita noch. Anita Wachter, ja, so wie immer, ja viele. Aber den Hermann Mayer, dazu möchte ich da schon noch ein paar Sätze entlocken. Gibst du mir recht, wenn ich sage, der hat euch schon noch mal in eine andere Dimension gehoben als ÖSV? Naja, weil er war da ein Gesamtweltcup-Sieger, das haben wir ja zeitlang nicht gehabt, oder? Das war sicher. Und damals haben wir ja sehr viel gewonnen. Wir haben ja über 100 Stockerl-Plätze gemacht in einem Jahr. Dann hat es geheißen, ÖSV macht den Weltcup kaputt, weil man zu viel gewinnt. Wenn du das nicht machst, dann sind die Leute enttäuscht. Und wenn du viel gewinnst, dann machst du was kaputt. Aber der Hermann war natürlich ein Benchmark, natürlich, klar. Aber auch werbemäßig, der war, glaube ich, einer der ersten Skifahrer, die auch wirklich im Ausland, sage ich mal, abgesehen vom Skiweltcup, wirklich ein Star gewesen ist. In Amerika hat man den Hermann Mayer gekannt. Ja, natürlich. Er war in Amerika eingeladen bei Shows und so. Also. Sicher, der Hermann war da, ich würde sagen, etwas... Was man braucht noch kennen, ein Stern, der dann irgendwo im Himmel war neu. Ne? Dann, ich kann mich erinnern, es gab dann die Kritik, Neunfachsieg an Batschakowle, für dich sicher auch eine Sternstunde. Ja. Es gab dann die Kritik, wie du richtig gesagt hast, der ÖSV macht den Skisport kaputt, da sind nur mehr Österreicher vorne. Dann weiß ich, habt ihr sogar andere Verbände unterstützt, unter anderem die Deutschen, es sind österreichische Trainer dorthin, sagen wir mal, exportiert worden. Dann sind Jahre gekommen, wie es immer so ist bei großen Mannschaften. Eine große Mannschaft hinterlässt auch oft eine große Lücke. Beim ÖSV waren die Lücken oft gar nicht so groß. Es ist oft wieder wer gekommen. Aber dann hat man dir wieder vorgeworfen, hat gesagt, naja, die besten Trainer von uns sind im Ausland. Also es war nicht so leicht. Ja, du kannst nicht immer alles richtig machen. Nicht? Also, das ist mit der Nachfolge das Gleiche. Ja, er hat nicht gesucht rechtzeitig. Hätte gesucht, hat gesagt, das hätte er gar nicht dürfen. Also es ist aber Plus und Minus. Aber sag, wir haben natürlich in der Zeit, Hannes Trinkl zum Beispiel, wir haben so viele Top-Athleten und heute, weiß ich, Benny Reich, Benny Meyer, in Zestreit haben wir 6 Goldmedaillen gewonnen. Also, das ist unglaublich. Stimmt, ja. Also, wir haben sehr viele große Erfolge gehabt und natürlich haben die anderen Nationen dann geschaut, was machen die Österreicher, haben nachgezogen. Aber man muss halt immer, sagen wir, immer einen Schritt voraus sein. Und das sind wir trotzdem jetzt. Nationencup haben wir leider verloren. Aber weil so viele Damen verletzt waren, wir haben 11 verletzte Damen, dann kannst du nicht mehr gewinnen. Aber heuer im Winter waren tolle Erfolge. Also was interessant ist, Peter, wir haben gerade geredet nur über Skifahrer. Das hat uns jetzt beide, Snowboard. Beide ein bisschen entlarvt. Ja, der ÖSV ist ja viel mehr als nur Skisport. Wir haben Snowboard, wir haben Skispringer. Man hat angefangen mit Andi Goldberger, wie sie alle geheißen haben. Schlierenzauer, Morgenstern, war. Snowboarder, ganz großartiger. Freestyle, super, kann man gar nicht reden. Also es gibt sehr viele Disziplinen, in denen wir Erfolg haben. Und wir sind heute breit aufgestellt. Damals, wie ich es übernommen habe, hat es gegeben Skifahren, Skispringen und ein bisschen nordische Kombination und sonst nichts. Und heute werden natürlich alles sehr querfinanziert von den Alpinen und von den Springern, wird querfinanziert zu den anderen
Disziplinen, weil ich sage, Medaillen sind Medaillen. Also. Und naja, heuer hätten wir, glaube 11 Goldene gemacht, wären Olympische Spiele gewesen. Bumm. Ich kann mich erinnern, du hast immer klassische Medaillen, Typ 13 war bei dir immer, gell? Nein. Oder 23? Nein, bei Alpin, also insgesamt. Bei Alpin haben wir immer gehabt zwischen 6 und 8. So. Ich weiß, ich habe dich immer wieder anrufen dürfen. Immer gleich. Kleine. Peter, immer was gleich. Ist der Tipp? Und ich habe es immer schon gewusst, das war immer das Gleiche. Immer das Gleiche, ja. Du, Peter, die Zukunft des Skisports und auch des Wintersports. Wir wissen, das Klima ändert sich, es wird immer schwieriger. Wie siehst du da deine Prognose? Naja. Das Klima hat sich immer schon geändert. Und ich verfolge das, also, wie du sagst, schon lange, also fast so lange, wie du lebst, oder? Ja. Und begonnen hat diese Diskussion eigentlich in den 90er Jahren. Mhm. Anfang 90, weil da waren 3 Winter, da hat es kaum Schnee gehabt und da war es sehr warm. Und die Zeit davor, das weiß aber keiner mehr, ist eigentlich kälter geworden. Da haben die Gletscher ja. Sonst hätte man das Aggregat ja nicht verloren. Jetzt hat 7-8 Meter mehr gehabt und sind die Gletscher wieder vorgegangen. Also die Änderung war immer da. Die Frage stellt sich nur für den Skisport, wie lang oder wie warm kann es werden, dass es Skisport nicht mehr gibt. Mhm. Da kann ich aber jeden beruhigen, die nächsten 50 Jahre gibt es das sicher noch. Weil, also auch wenn das um 1-2 Grad wärmer werden würde, was ich nicht hoffe. Mhm. Und man arbeitet ja dagegen und jeder tut also seine, oder bringt seinen Beitrag, würde das im Skifahren keine Rolle spielen. Weil da würde maximal die Schneegrenze um 100 oder 200 Meter hinaufgehen, aber nicht während des ganzen Winters. Und jetzt durch die Beschneiung ist sowieso die Situation völlig anders. Wir fahren ja, wir haben früher gehabt, wenn du 90 Skitage gehabt hast oder 100, war es gut, in normalen Skigebieten, also in normalen Lage. Und heute kommst du auf 120, 130 teilweise, nicht? Du brauchst nur eine Periode mit 10 Tagen kalt haben und ist alles erledigt. Und alles ist weiß dann auf dem Skigebiet. Ja. Aber der Klimawandel ist natürlich trotzdem, hat die Welt da einiges falsch gemacht. Gott sei Dank, ist man mit der Technologie so weiter, dass man aus Sicht des Skisports jetzt da nicht so notleidend ist, weil sonst gibt's. Ich sag, der Skisport soll schauen, dass der Footprint nicht zu groß ist. Das ist eine Geschichte. Ja. Aber wenn man sich jetzt anders überlegt, welche Alternativen hat man? In den Tälern oder in Tirol, in Vorarlberg oder wo immer, eben in den Alpen, anders die Menschen zu ernähren. Und da wird es schwierig. Mhm. Nicht der Sommer, auch wenn man schönere Sommer hätte, heuer haben wir ja gar keinen bisher, dann ist es immer, würde ich sagen, nur ein Drittel oder 20% vom Winter. Mhm. Und seit Jahren versuchen wir das umzudrehen. Es gelingt einfach nicht. Mhm. Die Leute wollen ans Meer, die wollen in die Sonne. Und die Garantie können wir nicht geben. Ich habe zusammen gesagt, wir müssen den Leuten, was ich, den Israelis, wenn wir schon bei Israelis sind, den Sommer bei uns verkaufen, weil es viel regnet, dass sie mit bloßen Füßen in der Wiese laufen. Mhm. Die Ideen hat es alle gegeben, aber so leicht ist es also nicht zu ändern. Aber ich sage, der Skisport ist halt immer wieder totgesagt worden. Seit ich den Skisport kenne, gibt es Gegner, die den Tod sagen. Mhm. Der ist nicht tot zu kriegen, weil die Leute das einfach sehr gern machen. Und darum glaube ich, also der Skisport hat sicher eine große Zukunft nach wie vor. Und vor allem ist er sicherer geworden. Der Breitensport ist sehr sicher heute mit den kurzen Skien. Passiert sehr wenig. Rennsport ist anders. Der Rennsport ist leider nach wie vor gefährlich. Aber die Todesfälle haben wir Gott sei Dank nicht mehr. Sicherheitsbestimmungen sind auch. Ja. In deiner Präsidentschaft auch sehr angetrieben von den Österreichern, muss man sagen, immer wieder viel besser geworden. Peter, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank auch für deine 30 Jahre und für die schönen Erfolge, die wir dank deines ÖSV-Teams bejubeln durften. Unsere Trainer, unsere Mannschaften, genau, alle haben mitgeholfen. Ja, klar. Der Sportler allen voran. Worauf ich mich auch freue, ist, dass du jetzt mehr Zeit fürs Innen. Ja, ganz wichtig. Ja. Worauf ich mich auch freue, ist, dass du jetzt mehr Zeit fürs Flingfischen haben wirst. Ja, da können wir dann miteinander gehen. Da darf ich hoffentlich einmal mitgehen. Sicher. Ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Freude bereitet wie mir. Danke und bis zum nächsten Mal. Baba.